Hallo zusammen, heute geht's wieder mal um den Katalog hier. Der ist neu, könnt ihr euch downloaden. Und wir reden heute über die Seite 6 und zwar über diese Kühlbox. Eine Kompressorkühlbox 12 und 24 Volt. Und diese Kühlbox, das ist einer der kleineren Kühlboxen, die wir im Sortiment haben. Und die ist hier nicht Energieklasse A, wie ihr vermuten könnt, sondern die hat kein Energielabel. Da komme ich später dazu. Die Box hat hier eine Abmessung von 58 plus die Höhe ist 35,5 und die Breite ist 33,5. Der Deckel ist versenkt. Wir haben hier so einen Klappgriff. Der Klappgriff geht hier hoch und dann nach oben. Und wieder runter, kann man runterklappen. Der Deckel ist so fest. Hinten haben wir mit einer Kette verspannt. Und ihr seht auch den Innenraum. Ich habe hier einen großen. Und hier ist der Absatz vom Kompressor. Und wenn ich jetzt hier, das ist eine 1,25 Liter Flasche von einem bekannten Hersteller, die geht nicht stehend rein. Also die ist zu hoch und hier geht der Deckel nicht zu. Also die Box ist nicht gebaut. Ich kann die reinlegen, das ist kein Thema, quer. Wir haben noch eine Box, die ein bisschen größer ist, aber dafür gibt es dann morgen oder spätestens übermorgen ein Video. Dieser Klappgriff, da sagen gewisse Leute, das ist ja relativ schwach. Aber wir haben die jetzt seit einem Jahr im Sortiment. Wir haben die Reserve-Scharniere, die kann man hier auswechseln, das ist kein Thema. Aber ich habe hier ein Produkt von einem kleinen Mitbewerber, der hat genau den gleichen Griff. Technisch von der Funktion her den gleichen Griff. Da muss man sogar richtig runterdrücken und das funktioniert auch. Das ist eine Kaffeemaschine von De'Longhi. Von der Technik her, wir haben einen Kompressor drin, einen Secop-Kompressor, den BD35 mit einer 12-Volt-Steuerung. Und dieser Kompressor ist der meistverbaute Kompressor auf dem Weltmarkt. Die einen sagen, das ist der beste Kompressor auf dem Weltmarkt. Wir haben dann einen Lamellenkühler drin und einen Ventilator. Wir ziehen also hier bei diesen Öffnungen Luft an und blasen es bei diesen Öffnungen hier raus. Das heißt, wenn wir hier 2 cm Luft haben und hier 2 cm Luft, ist die Box eigentlich genügend belüftet. Weil wenn wir kühlen, kühlen wir ja nicht, wir senken nur die Temperatur, es wird also weniger warm in der Kühlbox und das Kühlsystem transportiert die Wärme nach draußen und diese Wärme wird hier abgegeben. Und wenn diese Box zu fest eingepackt ist, hier bündig, vor allem die Seite hier bündig, dann erstickt die Box. Das heißt, passieren tut nichts, sie schaltet im schlimmsten Fall aus, aber natürlich steigt der Stromverbrauch. Der Stromverbrauch, es gibt eine alte DIN-Norm, also eine deutsche Industrienorm, da hat man Kühlschränke genommen, bei 5 Grad innen gemessen und bei 25 Grad außen, Deckel zugelassen, sagt, wir betreiben das Ding so, es kommt nichts rein, es kommt nichts raus. Und dann braucht die Box 5,75 Wattstunden. Und das mal 24, weil der Tag hat 24 Stunden, dann sind es dann 138 Wattstunden pro Tag oder 24 Stunden. Und wenn ihr eine Standardbatterie habt mit 12 Volt, wenn ihr zum Beispiel solch eine Batterie habt, das ist jetzt eine 100 Ampere Stunden Lithium Batterie und die hat 1280 Wattstunden. Wenn wir also
diese 1280 Wattstunden durch die 138 Watt Tag rechnen, dann läuft das Ding, die Box hier, mit dieser Batterie theoretisch, rechnerisch 9 Tage. 5 Grad innen, 25 Grad außen, nichts dazu, nichts rein, keine Deckel öffnen. Wenn wir die Temperatur natürlich jetzt erhöhen auf 32 Grad außen, dann braucht die Box 187 Wattstunden. Das heißt, wir können die 1280 Wattstunden durch die 187 Wattstunden pro Tag rechnen, dann hält diese Kühlbox mit dieser Batterie, wenn sie gesund ist, was wir davon ausgehen, noch knappe 7 Tage. Also das heißt, ihr habt ja nicht nur den Kühlschrank, ihr habt vielleicht noch sonst irgendwas zu betreiben. Also für ein Wochenende überhaupt kein Problem. Da muss man nicht mal laden. Ich will jetzt auch nicht hier ausschweifen auf Solar- und Energieversorgung. Das ist ein anderes Thema. Auch nicht über die Batterie hier. Wir bleiben im Katalog auf Seite 6 über diese Kühlbox hier. Ihr seht hier unten, ich habe hier so einen Anschlussstecker. Ich habe Standard dabei im Lieferumfang ein 2,5 Meter langes Kabel mit solch einem Zigarettenanzünder. Diese Zigarettenanzünder sind toll, aber diese Zigarettenanzünder sind nicht normiert. Es gibt immer wieder verschiedene und dann macht teilweise hier vorne dieser Kontakt nicht sauber. Kontakt. Und das läuft die Kühlbox nicht, weil sie zu wenig Strom durchs Kabel kriegt. Also dann, kennt ihr andere Videos von mir, Kabel abschneiden, dann habt ihr so, hier, wir haben dann hier ein geripptes Kabel und ein flaches Kabel, das hier direkt auf die Batterie oder nach dem Hauptschalter anhängen oder auf dem Verteiler und das Kabel nicht unbedingt 2 Meter sein lassen, sondern kürzen, weil jedes Kabel hat einen Spannungsabfall und wenn wir 1 Volt Spannungsabfall haben, dann haben wir schon fast 10% Verlust nur auf der Zuleitung. Weiter sagt er, ja gut, ich will das Ding auch zu Hause betreiben oder auf dem Campingplatz oder sonst irgendwo. Dann gibt es von uns dieses LED-Netzgerät. Hat das besondere Bewandtnis, aber ich komme nachher noch auf die LED-Netzgeräte. Da kann ich hier ausstecken. Wenn ich das Kabel fest angeschlossen habe, bleibt das im Auto. Und ich stecke hier ein. Dann habe ich hier normalen, kennt ihr vom Laptop, so ein Netzgerät. Und hier dann einen Schweizer Stecker und den kann ich dann hier drüben zum Beispiel einstecken. In Deutschland, wenn ihr das Zeug in Deutschland bestellt, die Box, dann kriegt ihr einen Schuko-Stecker, ohne zu fragen. Wenn ihr aber unbedingt einen Schweizer Stecker braucht, das Deutsche oder umgekehrt, fragt uns an, das ist kein Thema, wir haben die Teile am Lager. Oder kommt vorbei, wir haben samstags einmal im Monat offen, dann könnt ihr so eine Box direkt mitnehmen. Die Box ist jetzt hier angelaufen, habe natürlich eingesteckt. Wir haben hier einen Hauptschalter, den müsste man lange drücken. Dann geht die Box aus, ihr hört das, die ist jetzt ruhig. Dann brennt hier noch eine kleine Kontrollleuchte, also als Stromversorgung. Und hier wieder lange drücken, dann kommt die Anzeige und wenn der Kompressor das Signal kriegt zum Kühlen, wird diese Lampe hier grün. Hier unten haben wir eine Störungslampe, zum Beispiel wenn zu wenig Spannung da ist oder zum Beispiel zu hohe Temperatur. Wenn wir hier Set-Taste einmal drücken, man müsste natürlich drücken, dann kommt hier 5, das 5 blinkt, geht dann wieder zurück auf 22. 22 ist jetzt die aktuelle Temperatur. Ich drücke hier
Und hier kann ich dann runterstellen die Box bis auf sage und schreibe minus 22 Grad. Dann kann ich die Box auch als Tiefkühler verwenden. Wenn ich die Set-Taste zweimal drücke, dann gibt es hier Celsius, kann ich umstellen auf Fahrenheit. Und wenn ich die Taste dreimal drücke, steht hier Low, Medium und High. Was ist das Low, Medium und High? High ist der Unterspannungsschutz hochgestellt, kommt vom Englischen. ME ist Mittel und Low ist Low, also tief. Wenn ich auf Mittel gestellt habe, geht die Box aus bei 10,5 Volt hier in der Box drin, nicht auf der Batterie. Das hatten wir schon mit dem Spannungsabfall. Dann schaltet die aus und kommt bei 12 Volt wieder. Nach 68 Sekunden, ihr habt da eine Verzögerung drin. Wenn also die Box immer ein- und ausschaltet, also sie probiert zu starten, geht wieder aus, der Ventilator läuft, und der Kompressor probiert dann nach 68 Sekunden wieder zu starten, dann ist meistens ein Spannungsproblem und meistens auf der Zuleitung. Man könnte dann hier von ME auf Low stellen. Wenn es dann funktioniert, dann ist es der Unterspannungsschutz. Es ist auch so, dass die rote Lampe hier, die rote, einmal blinkt. Einmal kurz blinken, warten, einmal blinken. Man könnte auch hier diesen Emergency Mode umstellen. Hier haben wir Normal Mode, Normal Us und hier Emergency. Was passiert, wenn wir auf Emergency stellen? Die Box setzt den Unterspannungsschutz tiefer auf 9,6 Volt. Das ist schon grenzwertig mit der Batterie. Und er geht auf Dauerbetrieb. Das heißt, die Ware friert ein. Also Leute, die sagen, ich habe hier eingestellt auf 5 Grad und es friert alles, meistens ist dieser Schalter umgestellt. Hier auf Normalmode und 5 Grad Kühlschranktemperatur, dann habt ihr eine vernünftige Kühlbox. Hier hat es noch einen USB-Anschluss drin, zum Handy zu laden oder sonst irgendwelche Schandtaten anzustellen. Die meisten brauchen das nicht, aber es wäre die Möglichkeit. Noch ein Future, die Box kühlt jetzt runter. Wenn ich diese zwei Tasten miteinander drücke, dann kommt hier 50, dann kann ich hier zweimal drücken und dann kommt hier 26,76 Volt. Geht dann wieder zurück auf die Temperatur. Es steht nur 26,75. Das ist das, was das Netzgerät hier liefert. Wenn ihr eine Batterie dran habt, dann funktioniert das auf 12, sowieso Volt. Und so könnt ihr die Spannung in der Box drin messen. Weil dieses Netzgerät hier liefert etwa 27 Volt. Jetzt läuft die Box auf 27 Volt. Wenn ihr mit dem Kabel kommt, auf 12 Volt. Ja, wir sind wieder bei dem Katalog. Es kommen jetzt natürlich immer wieder solche Serien über diesen Kühlschrank. Ich verlinke euch hier ein Video, das kommt aber erst morgen oder vielleicht übermorgen. Mit nicht der Seite 6 wie hier, sondern mit der Seite 7. Und da stelle ich euch die Box vor, die ein bisschen größer ist. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.